Zum Stumpjump bei Evo gibt es zu sagen, dass wir generell ja dieses Jahr mit dem 30-jährigen Jubiläum des Stumpjumpers natürlich auch ein besonderes Highlight haben wollten. Und mit dem Stumpjumper Evo haben wir dieses Jahr mit 150 mm ein Bike eben im Programm, was eben die optimale Trailrakete ist sozusagen. Ja, mit 150 mm Federweg vorne und hinten, mit einer schaltbaren Kettenführung und in einer Specialized gewohnten Sitzposition hast du hier einen wirklichen Begleiter für Alpenüberquerung, für leichte All-Mountain-Enduro-Touren beim Gesamtgewicht von um die 12 Kilogramm bei einer Größe in M. Und hier haben uns auch wirklich keine Kosten und Mühen gespart, wirklich auch die absoluten Highlights eben auch mit anzubieten, wie zum Beispiel unser Auto-6-System. Ja, das Auto-6-System ist ein Mechanismus, mit dem man eben den Dämpfer einstellen kann auf sein Körpergewicht, ohne dass man wirklich den Druck vom Dämpfer wissen muss. Man geht einfach 300 PSI ein, setzt sich auf das Bike drauf, drückt auf den Knopf und wartet, bis keine Luft mehr rauskommt. Und somit hat jeder Biker das Bike für sein Fahrergewicht optimal eingestellt. Dann haben wir zusätzlich an dem Evo-Modell auch unsere Command Post, also die verstellbare Sattelstütze, mit der du eben drei Positionen generieren kannst. Einmal mit 120 mm, mit 70 mm und dann eben ganz abgesenkt. Die Fox-Gabel mit 150 mm Federweg und dem neuen Butcher-Reifen, der vielleicht dem ein oder anderen Freerider oder Downhiller im Begriff sein dürfte, den wir jetzt dieses Jahr mit einer Kontrollkarkasse anbieten und der auch die Möglichkeit bietet, sogar tubeless eben zu fahren. Ziemlich cooles Bike, Spaßgarantie, die hast du auf jeden Fall. Die Feedbacks waren bis jetzt großartig zu diesem Bike und wir hoffen uns da viele, viele zufriedene Kunden mit zu gewinnen.